Ja, guten Morgen. Es sind ja doch erstaunlich viele da. Ich hatte irgendwie erwartet mit zwei, drei Kaffeesüchtigen, die sich am Becher festhalten, aber es sieht doch gut aus. Genau, wenn es Fragen gibt, bitte am Anschluss. Genau, ich werde durch die Slides durchgehen, ein bisschen was dazu erzählen, ein bisschen was erklären. Der Vortrag ist, ich sag mal, sehr high level, weil er ein breites Feld abdeckt. Ja, und in relativ kurzer Zeit. Das heißt, wir werden viele Orte besuchen, einmal kurz von oben drauf gucken, sagen, oh, hier ist schön, hier kann ich vielleicht nochmal hin. Und dann uns den nächsten Ort oder das nächste Thema angucken. Und genau, wenn es Fragen dazu gibt, einfach im Nachhinein. Und ich suche auch immer gerne Leute, die vielleicht offline da noch ein bisschen Feedback geben. Stichwort übrigens, zumindest die letzten Male gab es auf der Webseite der Froskorn Feedback-Möglichkeiten für die Talks. Über qualifiziert, das heißt, mehr als nur eine Zahl, würde ich mich echt freuen. Positiv wie negativ, ich nehme alles. Okay, man sagt ihm, es ist umgekehrt der Schulnoten, also bitte lesen. Nicht, dass ich nachher weinend da am Tisch sitze, obwohl alles super war, das wäre schlimm. Genau. Genau. Kurz was zu mir. Ja, Jens Nauhalfen, ich bin irgendwie 41 mittlerweile, mache seit irgendwie immer schon IT und bin im Moment im Informationssicherheitsmanagement, habe aber vorher alles andere gemacht, was irgendwie mit Entwicklung zu tun hat. Also von selber schreiben bis zu schreiben lassen, etc. pp. Und ich fand das Thema interessant, Inhaltsverschlüsselung, aus Gründen, die gleich kommen. Und habe gedacht, na, machst du mal einen Vortrag dazu und vielleicht interessiert es auch andere Leute, weil ich glaube, es ist ein wichtiges Thema und da kann man eine Menge rausziehen. Na, kurze Zusammenfassung, egal was ihr tut, es gibt Regularien, die euch betreffen. Mindestens mal Gesetze und im Berufsleben auch ganz, ganz viele andere Sachen. Verschlüsselung oder kryptografische Methoden sind ein gutes Mittel, um bestimmte Vorgaben zu erfüllen oder zumindest um sich dem Vorwurf der Fahrlässigkeit zu erwehren. Also, falls es dann mal passiert ist, kann man sagen, ich habe alles gemacht, was Menschen möglich ist. Das war nicht fahrlässig. Aber natürlich ist Krypto, wie alles andere, natürlich ein Kostenfaktor und gerade bei Krypto auch ein Faktor, den man von Anfang an mit einplanen muss. Also ich habe der Bruce Schneier hat damals gesagt, Security ist ein Prozess und kein Produkt. Und so ähnlich muss man es hier auch sehen. Und letzten Endes ist Krypto ein Sicherheitsnetz, ein Airbag, was auch immer, aber die letzte Last Line of Defense. Nicht die erste, nicht die zweite und auch nicht die dritte, ganz hinten. So, kurz Disclaimer. Nach dem Talk weiß immer noch keiner, wie Krypto funktioniert. Ich auch nicht. Der Kaninchenbau ist unglaublich tief. Da muss man gucken. Das wird eins der Takeaways sein. Nicht selber machen. Und illegal ist der Kaninchenbau genauso tief. Sehen wir gleich warum. Vielleicht mal vorab. Das sind eure Daten. So als Unternehmen. Die sammelt ihr. Dann werden sie verarbeitet, in Geschäftsprozesse eingebracht, was auch immer. Dann gammeln sie im Regelfall irgendwo rum, über längeren Zeitraum und irgendwann werden sie gelöscht. Löschen ist oft optional. Genau. So, was heißt das? Na, machen wir mal so einen aus dem Ärmel geschüttelten Chart. Grün ist der Business Value, also was habe ich eigentlich von den Daten? Und rot ist, welche Probleme habe ich eigentlich, wenn ich diese Daten habe? Und wie groß ist das Problem, wenn einer die Datenbank mitnimmt und auf Pastebin veröffentlicht? Das sieht meistens so aus. Ich sammle, ja, bringt noch nicht so wirklich viel, weil ich mache noch nichts damit. Aber wenn sie verloren gehen, ist schon mal sehr unangenehm. Irgendwann nutze ich die Daten, dann habe ich einen hohen Business Value und sage, super, das Risiko lohnt sich. Aber mit der Zeit sieht man, dass irgendwie der Business Value stark abnimmt. Aber das Problem, wenn die Daten weg sind, überhaupt nicht. Das heißt, bevor man irgendwas anderes macht, sollte man sich überlegen, so zu arbeiten. Früher löschen. Die Daten nicht endlos lange aufbewahren, weil es Daten sind, sondern löschen oder anonymisieren oder was auch immer.
um das Risiko, was man mit diesen Daten inhärent mit sich rumträgt, zu minimieren. Disclaimer vorab. So, kann man das sehen? Ah, genau. Also man sollte kryptografische Maßnahmen mit dem Airbag vergleichen, ich habe es gerade schon mal gesagt, und nicht mit der Bremse. So sieht so eine normale Anwendung aus. Es gibt so einen Client, Application Server, Datenbank. Wer kennt sowas aus der eigenen Anschauung? Wer hat sowas schon mal gemacht? Ich hätte so 100% erwartet, aber es ist auch okay. Also 70% der Leute haben so ein System schon mal gemacht. Und Krypto läuft normalerweise so ab, dass man sagt, zwischen Client und Applikation, und wenn ich richtig toll bin, zwischen Applikation und Datenbank habe ich TLS. Ja. So, das läuft dann so ab, kam Request vom Client, geht zur Anwendung, die macht irgendwas, und dann schreibt die Anwendung irgendwas in die Datenbank rein. So, schreibt sie noch was und noch was und noch was. Irgendwann habe ich ganz viele Daten in der Datenbank und alles ist super, weil war ja alles verschlüsselt. Problem ist, so, da habe ich jetzt vielleicht Themen und da auch. Also sowohl die Datenbank, als auch der Applikationsserver, als auch die Verbindung, TLS-Verbindung, sind in der Tat unter Umständen problematisch. Warum ist das so? Ich gehe mal davon aus, Daten werden 10 Sekunden verarbeitet und gammeln 2 Jahre irgendwie im Storage rum. Dann sind die Daten für 99,99998% der Zeit nicht geschützt. Das ist relativ viel. Auch TLS ist nicht unfehlbar oder SSL. Ja, und ich will gar nicht über Backups reden. Also jedes Datum, was man so hat, ist mindestens 10-mal so oft noch auf irgendwelchen Backup-Medien vorhanden. Worum geht es jetzt in dem Talk? Es geht um Inhaltsverschlüsselung oder kryptografische Maßnahmen zum Schutz von Inhalten. Das heißt, die Daten können verschlüsselt oder gesichert werden durch Maßnahmen. Und das sieht in etwa so aus. So ganz plakativ. Man guckt einfach, dass man möglichst viele kryptografische Maßnahmen sinnvoll einsetzt, um den Missbrauch der Daten zu verhindern. Den Client lassen wir mal raus, der ist kompliziert. Okay, jetzt habe ich gesagt, wir sollen das tun. Warum sollen wir das tun? Fangen wir mal ganz einfach an. Das Gesetz will das so. Es gibt eine Reihe von Gesetzen. Ich werde da nur ganz kurz drüber gehen. Die sagen, dass Verschlüsselung ein probates Mittel ist, um insbesondere personenbezogene Daten zu schützen. Das heißt, das Bundesdatenschutzgesetz, wer kennt übrigens die erste Regel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten in Deutschland? Okay, wir bewegen uns im einstelligen Prozentbereich. Okay, die erste Regel ist, das Verarbeiten von personenbezogenen Daten ist verboten. Punkt. Es sei denn, es gibt Ausnahmegenehmigungen. Also das ist so das Mindset, mit dem der Gesetzgeber da dran geht. Und Telemediengesetz, TKG, StGB, Sozialgesetzbuch und auch die EU-Datenschutzgrundverordnung haben da starke Meinungen zu, wie man denn mit solchen Daten umgehen soll. Gehen wir mal kurz durch. Nicht lesen. Die Slides sind online, da kann man lesen. Das Bundesdatenschutzgesetz sagt, wenn personenbezogene Daten verloren gehen, muss man zumindest mal die Leute informieren, die betroffen sind. Wenn besondere personenbezogene Daten verloren gehen, das ist zum Beispiel sexuelle Vorlieben, politische Ansichten etc. pp., da gibt es so ein kleines Set, dann muss man unter Umständen sogar eine halbseitige Anzeige in einer überregionalen Zeitung machen, also in 2, um genau zu sein. Und es gibt Geldstrafen, also überschaubar, ich glaube es sind 50.000 Euro oder so. Also, also ich sag mal, überschaubar im Vergleich zu einem IT-Projekt. Noch, genau, mit der EU-Datenschutzgrundverordnung wird es unterhaltsam. Aber richtig teuer, wenn man Marketing fragt, wie teuer wird denn das, den Schaden wieder auszubügeln? Ne? Der Kostentreiber bei sowas ist Marketing und der Börsenkurs. Das Telemediengesetz betrifft jeden, der eine Webseite betreibt, for profit. Und for profit heißt, oh guck mal, ich habe da irgendwie einen Affiliate-Link drauf oder irgendwie eine Werbeanwendung, das reicht schon.
Auch da gibt es die Pflicht, die Daten zu schützen, personenbezogene Daten, übrigens auch IP-Adressen. Genau, da waren die 50.000 Euro her aus dem Telemediengesetz. Das Telekommunikationsgesetz betrifft zum Beispiel E-Mail-Betreiber. Also wer eine E-Mail-Infrastruktur betreibt für mehr als über den Daumen 10.000 Leute, unterliegt dem TKG. Und das TKG hat sehr starke Anforderungen an den Schutz, insbesondere der Verkehrsdaten. Also der Daten, die beschreiben, wie die Daten, wie Leute miteinander kommunizieren. Das Strafgesetzbuch hat auch was mitzureden, nicht explizit wie die anderen Gesetze, sondern eher implizit. Rechtsanwälte, Pfarrer, Krankenkassen, also alles Leute, die Berufsgeheimnisträger sind, dürfen ihre Berufsgeheimnisse nicht verraten. Verraten würde schon bedeuten, dass sie sie per E-Mail schicken, weil dann verraten sie sie dem E-Mail-Anbieter und dem ISP und. Eine End-to-End-Verschlüsselung ist da ein wirksames Mittel, weil die Daten dann geheim bleiben. Über das Sozialgesetzbuch würde ich gar nicht viel sagen. Ist auch nicht, da kenne ich mich gar nicht aus, aber auch Sozialgesetzbuch sagt, dass das Verarbeiten der Daten besonders sensibel ist. So. Die EU-Datenschutzgrundverordnung tritt ab 2018, Mai war es, glaube ich, ne, in Kraft. Und eigentlich sehr interessant, weil da steht auch drin, personenbezogene Daten müssen geschützt werden. Und insbesondere sind Pseudonymisierung und Verschlüsselung probate Mittel. Und die EU-Datenschutzgrundverordnung, da kann es dann auch richtig teuer werden, wenn man dagegen verstößt. Da müssen wir Experten was zu sagen. Bis 20 Millionen und 4% vom Jahres, weltweiten Jahresumsatz. Genau. Also bis 20 Millionen, also. Also 4 Millionen, nee, 20 Millionen plus 4% des Jahresumsatzes, nein, nicht plus, aber, oder je nachdem, was gerade höher ist. Dann gibt es auch ganz viele interne, weltweit. Nee, also kein teures Vergnügen werden. Compliance, das heißt die internen Regeln des Unternehmens, in dem man sich gerade bewegt, haben da auch oft was mitzureden. PCI, DSS, ISO 27.1, you name it, alle haben das Thema Verschlüsselung und Kryptografie irgendwo mit drinstehen. Immer noch nicht überzeugt? Klar, fragen wir die Experten. Kennt einer Talk? Ich tue mir ein bisschen leid, die werden durch die Medien gezogen, aber denen sind Daten abhanden gekommen. Dieser Punkt, den man da in den Charts sieht, das ist in etwa der Zeit der Pressemitteilung und das, was danach passiert, ist der Börsenkurs. So. Management hat ein gutes Verständnis davon, was es heißt, wenn der Börsenkurs einbricht. Und das ist manchmal auch ein gutes Argument. Kennt einer Ashley Madison? Also, die wollten mal in die Börse gehen, man glaubt es kaum. Das hat nicht funktioniert, aus Gründen. Die hatten dann auch einen Datenverlust und einen Datenleak und die sind kaputt gegangen und die, oder fast kaputt gegangen und die Besitzerfirma hat jetzt letztens auch nochmal einen reingewirkt bekommen an Strafzahlungen dafür, dass sie die Daten nicht ordentlich geschützt haben. Also. Genau, und da gibt es noch, ich glaube, auf Tripwire eine Untersuchung. Muss man, die Objektivität kann ich nicht beurteilen. Es ist eine Untersuchung von Sales, aber die sagen, 1,8% Börsenkurs, Einbruch über einen längeren Zeitraum ist zu erwarten bei Data Breaches, bei großen Firmen. 1,8% kann man sich überlegen, wenn das Unternehmen ein paar Milliarden wert ist, das kann teuer werden. Normalerweise ist jetzt so der Zeitpunkt, wo die Leute irgendwie aufschreiben und sagen so, ich muss was tun, weil das haben viele nicht am Schirm, weil es einfach für den normalen Techie auch total irrelevant ist. So im normalen Berufsleben, aber nicht in echt. Das heißt, gucken wir mal rein, ich habe gesagt, wir müssen Daten schützen. Wie machen wir das denn? Also der klassische Projektplan aus der Schublade. Gucken, was das Thema ist, also was betrifft uns an Regularien. Wir gucken uns die Daten an, was wir damit tun müssen. Wir beschreiben, was wir tun wollen und dann setzen wir es um. Was heißt das?
Man sucht sich einen Legal-Experten, muss kein Rechtsanwalt sein, aber jemand, der weiß, was er tut, guckt sich, welche Regularien gelten für einen. TKG, ja, nein, das ist meistens einfach zu beantworten, Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgrundverordnung immer, etc. pp., was ist mit ISO 27.1, was sagt das Unternehmen dazu, was sagt der Kunde dazu. Da macht man eine Liste aller Daten, die man sammeln möchte, und dann guckt man insbesondere mit dem Management zusammen und dem Legal-Experten, was ist das Schlimmste, was passieren kann mit den Daten und den Regularien und allem, was drumherum passiert. Da habe ich mal eine Hausnummer und ein Risiko, mit dem man zum Management gehen kann und sagen, das ist dein Problem, ich kann dir helfen, es zu lösen, aber nicht umsonst. Wie würde man sowas machen? Na, man listet die Sachen auf, man klassifiziert sie und sagt, naja, wie sind diese Daten zu klassifizieren? Damit es nicht langweilig wird, diese Klassifizierung ist kontextabhängig. Ich bin so Marketing-E-Mail, habe ich mal gesagt, ist interessant, weil es macht einen Unterschied, ob ich einen Fitnessclub habe oder einen BDSM-Versand. Ja. Die Mailingliste des Fitnessclubs, wenn die publik wird, ja, eventuell nicht schön. Beim BDSM-Versand könnten das in der Tat besondere personenbezogene Daten sein, weil da ja keiner drauf ist, der wahrscheinlich nicht Interesse an sowas hat. Jetzt habe ich alles aufgelistet, welche Daten ich habe, was ich da an rechtlichen Grundlagen habe, die ich beachten muss. Und dann gucke ich mir an, was mache ich damit? Wie speichere ich die Daten? Wie übertrage ich die Daten? Wie protokolliere ich die Daten? Übrigens, Pro-Tipp, niemand weiß, was in den Protokollen drin steht, bevor er reingeguckt hat. Weil das normalerweise irgendwie ganz am Ende von den Entwicklern gemacht wird und die nicht wissen, welche Regularien zutreffen. Woher auch. Und die dringende Empfehlung, auch als Entwickler zu sagen, pass mal auf, ich gehe zu meinem Legal-Experten oder Datenschutzexperten und hole den mal dabei. Und im Regelfall beißen die auch nicht. Also die freuen sich, wenn sie was Konstruktives machen können und nicht nur meckern müssen. Auch das Thema Backup und Löschfristen Fristen im Sinne von, wie lange muss ich es aufbeheben und wie lange darf ich es aufheben, müssen halt entsprechend bearbeitet oder beachtet werden. Das kann dann so aussehen. Ja, also eine Art Datenbehandlungsplan, also wie behandle ich Daten? Und sowas ist unglaublich wertvoll, weil es in einer extrem kompakten Art und Weise sowohl Legal als auch dem Produktmanagement als auch den Entwicklern was an die Hand gibt. Was wahr ist. Also das ist die eine Wahrheit, die es gibt, der Datenbehandlungsplan. Der muss nicht 100% korrekt sein im Sinne von, ja, aber wenn ich das locke in Debug oder Info oder was auch immer, ne, da gibt es dann Differenzierung, aber man hat zumindest mal ein Stück, an dem man sich aufhängen kann und sagen kann, das ist das gemeinsame Verständnis, darüber reden wir hier, so müssen die Daten behandelt werden, das ist die Wahrheit. So, und dann gucke ich, dass ich es umsetze. Und umsetzen heißt auch gucken, dass die Use Cases, die ich habe, dazu passen. Also eine vollumfängliche Verschlüsselung der Daten hilft nicht, wenn ich eine Volltextsuche machen möchte. Dann habe ich ein Problem, das passt nicht zusammen. So, kurz Recap. Ja, was ist das Problem, welche Daten habe ich, was muss ich tun und umsetzen. Ich habe jetzt hier mal ein paar Patterns zusammengetragen, die eigentlich immer wieder vorkommen. Und also ganz vorsichtig, bevor sowas umgesetzt wird, immer einen dazu holen, der sich damit auskennt. Ja, also das sind scharfe Werkzeuge, damit kann man sich in den Fuß schießen, ja, weil sie wirklich gut funktionieren, wenn man sie richtig anwendet. Übrigens ganz wichtig, der letzte Punkt da unten, man sollte sich genau bewusst sein, was nimmt man an, was passieren kann und was nicht. Also wenn ich kein Trust Anchor habe, wenn ich sage, ich vertraue dem Betriebssystem, ich vertraue dem Hypervisor und allem, was der liefert, das ist eine valide Annahme, kann man gut finden oder nicht, dann muss ich mir keine Gedanken darüber machen, ob ich nicht eine eigene CPU entwickeln muss, weil die Chinesen die ja herstellen. Je nachdem, was ich mache, wäre vielleicht eigene CPU vielleicht auch notwendig, wenn ich Apple bin zum Beispiel.
Fangen wir ganz einfach an, Daten vergleichen, kommt nämlich ganz oft vor, häufiger als man glaubt, insbesondere wenn zwei Unternehmen zusammenarbeiten wollen. Das eine hat Empfänger, das andere möchte gerne Empfänger anschreiben zum Beispiel. Und jetzt wollen die gucken, wie groß sind die Schnittmengen. Weil bevor ich hier ein großes Projekt mache, dass der die Daten dem hier gibt oder was auch immer, möchte ich natürlich wissen, also bringt das überhaupt was? Aus welchen Gründen? Was nicht so gut funktioniert ist, der gibt seinen Kundenstamm her und der gibt seinen Kundenstamm her. Das finden beide im Regelfall nicht toll. Was man normalerweise oder gut machen kann, man hasht das. Kryptografische Hash-Funktionen kennt die jeder? Ja, genau. Also ganz kurz, ich habe irgendwie zwei Texte, wenn die gleich sind, dann sind die Hash-Summen gleich, mit einer Wahrscheinlichkeit von, kann ignoriert werden. Und wenn die beiden Hash-Summen gleich sind, dann kann ich davon ausgehen, dass auch die Texte gleich sind. Ja. Jetzt stelle ich mir vor, ich möchte zum Beispiel Adressen vergleichen oder Namen vergleichen. Und dann funktioniert Hashing nicht sehr gut, weil selbst die kleinste Änderung im Namen macht einen komplett anderen Hash. Dafür sind Hashes da. Also müssen die Daten vorher normalisiert werden. Ja, also das ist jetzt zum Beispiel, wo ich immer sagen kann, hey, ich normalisiere das Ganze mit Soundex. Das ist ein Verfahren, gerade für die Normalisierung von Daten zur Suche gemacht, also von Namen zur Suche. Ja, aus J. Edgar Hoover wird Hoover, John Edgar, wird H160, J500, E326. Und dann habe ich zumindest schon mal etwas, was auf alle Edgar J. Hoovers in etwa matcht. Mit Variationen in der Namensschreibweise. Ja, also für einen Good Enough-Ansatz ist das immerhin schon mal wirklich hilfreich. Den Zollteil, den überspringen wir jetzt gleich mal. Viele Unternehmen fordern, dass Daten verschlüsselt sind. So, die erste Reaktion ist, hey, lass uns doch transparente Verschlüsselung nehmen. Ich verschlüssel die Festplatte oder die Datenbank und dann ist er verschlüsselt, ist ja super. Ja, ich kann irgendwie einen Haken in die Checkbox machen, Verschlüsselung, fertig. Problem? Transparente Verschlüsselung ist auch für 99,99% der Angreifer transparent. Die einzigen, die es wirklich interessieren würde, ist die Festplatten klauen. Genau. Ne? Also transparente Verschlüsselung bringt in der Tat vor allem dann irgendwas, wenn ich mir Entsorgungskosten bei der Festplatte sparen möchte. Ansonsten ist das keine wirksame Maßnahme. Also nicht für ein Serversystem, was 24/7 an ist. Kurzes Beispiel, das ist ein System, das ist aus. Dann wird das Dateisystem entsperrt, dann die Datenbank, die Anwendung wird gestartet. Die Anwendung hat einen Master Key, der wird irgendwie entsperrt und dann wird ein Record entsperrt, also Datensätze entsperrt. Mal ein Beispiel, was passiert? Okay, System ist aus, wenn irgendjemand Zugriff auf das Dateisystem hat, wie auch immer, durch einen Angriff, dann sind wir sicher. Sobald das Dateisystem entsperrt ist, kann jeder, der Zugriff auf das Dateisystem hat, auch die Daten lesen, alle. Ne, Remote File Inclusion, was auch immer, gibt ja viele Möglichkeiten. Selbe betrifft die Datenbank. Jetzt habe ich einen Datensatz A, der ist erstmal sicher, weil er verschlüsselt ist. Und der Schlüssel wird jetzt erst sozusagen entsperrt, also zugänglich gemacht. Also selbst dann kann ich nur mit Applikationsschwachstellen dieses Ding rauslesen, diesen Datensatz, weil er nicht Plaintext mit einer SQL-Injection aus der Datenbank zu ziehen ist. Ich entschlüssel, oder, ne, und dann schmeiße ich den Schlüssel wieder weg und der Datensatz ist wieder gesperrt. Also effektiv auch. So. Wenn ich jetzt einen zweiten Datensatz habe, den ich gar nicht erst anfasse, dann ist der auch grundsätzlich geschützt. Klar, ich kann die Anwendung angreifen, den Master Key da rausziehen und dann den Datensatz entschlüsseln, aber der Weg ist deutlich komplexer als SQL-Injection. Ja. Ein paar Angriffsszenarien mal überlegt, was kann passieren. Habe ich gerade schon erzählt. Okay, jetzt habe ich gesagt, Daten sollte man verschlüsselt speichern. Nicht alle, aber relevante. Wie geht denn das? Ich rede über symmetrische Verschlüsselung, also denselben Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln. Ich
verschlüssel die Daten mit einem Schlüssel, ich habe verschlüsselte Daten, ich entschlüssel die Daten mit demselben Schlüssel, habe wieder die Plaintext-Daten. So, wie sieht denn das genau aus? Okay, ich brauche einen Schlüssel, check. Und ich brauche normalerweise auch einen sogenannten Initialisierungsvektor, salts, nonce, wie auch immer, je nach Verfahren. Ich brauche noch irgendwas Zusätzliches. Das muss nicht unbedingt geheim sein, aber es muss zumindest eindeutig sein oder darf nicht wiederverwendet werden. Ja, also merken, verschlüsseln, IV gleich 0 setzen, doofe Idee. So, ne? Okay, kurzer Abstecher, so ein Schlüssel, der ist ja ganz schön lang. Der wird irgendwie in Bit gewendet, Bit gemessen, AES 128-Bit-Schlüssel. So ein normales Passwort, das passt da irgendwie nicht rein. Also ich muss gucken, ich will einen Schlüssel haben und ich habe ein Passwort. Also ich muss das da rüberkriegen. Ich muss das Passwort in einen Schlüssel transformieren, sonst kann ich nicht verschlüsseln. Ja. Kurz überlegen, wie lang müsste so ein Passwort denn sein? A bis Z, groß und klein, 0 bis 9, irgendwie noch ein paar Sonderzeichen. Das sind ungefähr 6 Bit pro Zeichen in dem Passwort. 128 Bit kryptografischer Schlüssel ist ein 21 Zeichen Passwort. Plus, minus. Ja, also, erste Takeaway, Passwörter, die der normale Benutzer eingibt, werden es nicht tun. Und zweitens, diese Dinger sind halt endlos lang. Selbst wenn ich sie irgendwo ablege, ein kryptografischer Schlüssel mit 5 Zeichen oder 10 Zeichen oder 15 Zeichen ist nicht effektiv. Ja. Takeaway, Schlüssel sind lang. Und kurze Schlüssel helfen echt nicht. Können noch so zufällig sein, kurze Schlüssel sind brechbar. Also, wie mache ich das? Wie leite ich diese Schlüssel ab? Habe ich ein wirklich, wirklich gutes Passwort, also dieses 21 oder 22 Zeichen-Ding, dann kann ich sowas nehmen wie HKDF. Das ist eine Funktion, die mehr oder weniger direkt aus diesem arbitrary langen Passwort einen Schlüssel macht. Das ist super. Habe ich kürzere Passwörter, Benutzeranmeldung, was auch immer, dann möchte ich nicht, dass diese Passwörter einfach alle ausprobiert werden können. Ja, habe ich irgendwie nur 60 Bit oder 40 Bit an Passwort, dann kann man das in sehr kurzer Zeit einfach alle Passwörter ausprobieren. Wie verhindert man das? Man macht das Ausprobieren langsam. Da gibt es verschiedene Mechanismen, S-Script und PBKDF2, können beide genommen werden aus kryptografisch nicht so tollem Eingangsmaterial, trotzdem sichere Schlüssel zu machen, weil es einfach endlos lang dauert, die zu berechnen. Und ist auch nicht verkürzbar. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine halbe Sekunde brauche, um vom Passwort auf den Schlüssel zu bekommen, dann ist das vertretbar für den einmaligen Fall. Wenn ich alle Schlüssel ausprobieren möchte, also das für alle möglichen Passwörter machen möchte, dann ist die Rechenzeit einfach nicht mehr leistbar für einen Angreifer. Ich habe gerade gesagt, ich habe ein Passwort, da mache ich einen Schlüssel drauf. Mit nur einem Schlüssel zu arbeiten, ist immer so ein bisschen tricky, komme ich gleich noch zu. Ich möchte im Regelfall mehrere Schlüssel haben, vorzugsweise pro Datensatz einen eigenen Schlüssel. Gibt es mehrere Gründe zu. Ein Grund ist, dass viele kryptografische Verfahren Begrenzungen haben, wie oft man so einen Schlüssel verwenden sollte. Im Regelfall kommt man da nicht dran, wenn man irgendwie einzelne Datensätze einzeln verschlüsselt. Aber wenn man ganz viele Datensätze oder große Datenmengen verschlüsselt, sollte man daran denken. Das heißt, die Fragestellung ist, Schlüssel plus irgendeinen bekannten Wert, zum Beispiel die Datenbankspalten-ID, da möchte ich einen neuen Schlüssel draus machen. Und auch den IV am besten, weil dann brauche ich den nicht zu speichern. Es gibt mehrere Methoden, das zu machen. Ich habe gerade schon mal gesagt, HKDF oder andere Sachen, die können auch das alles mitberechnen. Das heißt, man kann diese Funktionen nehmen, man hat einen sicheren Master Key und da kann man mehr oder weniger seinen ganzen anderen Schlüssel von ableiten. Das ist unglaublich hilfreich, weil man nur noch einen Schlüssel schützen muss und nicht mehr Millionen von Schlüsseln. Also Quelltext muss man jetzt nicht lesen, das ist nur so ein Beispiel.
So, jetzt habe ich einen Schlüssel, habe was damit verschlüsselt und stelle fest, ja, also ich habe ja gerade gesagt, man soll nur begrenzt viele Daten damit verschlüsseln. Das heißt, irgendwann muss ich einen Key-Rollover machen oder einen Key-Refresh. Das heißt, ich muss einen anderen Schlüssel nehmen, um Daten zu verschlüsseln. Eigentlich total banal, man nimmt, wenn man sowas macht, man schreibt neben die Daten, welchen Schlüssel man genommen hat. Also nicht den Schlüssel selber, sondern nur einen Identifier, also den Foreign Key sozusagen des Schlüssels. Und somit kann man jederzeit die Daten zum Beispiel neu verschlüsseln mit einem anderen Schlüssel. Und wenn man entschlüsselt, weiß man, welchen Schlüssel man sich aus seinem Keystore rausnehmen muss. Also irgendwie trivial, aber wenn man nicht dran denkt, ist halt ungünstig. Dasselbe betrifft Algorithmen. Ja, also früher war DES super. Dann war die Schlüssellänge zu kurz. Dann sagte man, hey, nimm Blowfish. Dann sagt man, 64-Bit-Blocklänge. Das ist aber gar nicht gut. Aktuell dürfte man nur ein paar Megabyte Daten verschlüsseln mit demselben Schlüssel. Dann nimmt AES. Selber Hash-Verfahren. Erst war MD5 super, dann SHA-1, jetzt SHA-2650, RSA, ECC, genau dasselbe. Takeaway, Daten müssen neu verschlüsselt werden. Algorithmen müssen geändert werden. Auch da ist die Lösung trivialst. Man schreibt einfach neben die Daten, welche Algorithmen man genommen hat. Ja, also manchmal sind die Sachen wirklich banal. Den finde ich schön, weil da denkt keiner dran. Datenintegrität. Das sind Alice und Eve. Alice ist mit dem Gehalt zufrieden, Eve nicht. Eve meint, sie kriegt sehr wenig Geld. Was macht Eve? Das ist easy. Ich gehe in die Datenbank und ich mache mir so eine Instant Promotion. Ich ändere einfach mein Gehalt. Ja, genau. Das stimmt wohl. Würde auch wahrscheinlich in anderen Prozessen auffallen, aber das Beispiel ist, glaube ich, ganz griffig. So, was kann ich machen? Na, ich kann ja zum Beispiel die Daten mit der Checksumme prüfen oder sichern. Sinnigerweise ist diese Checksumme von Eve nicht berechenbar. Also können Sie auch die neue Checksumme reinschreiben. Ne? Also Eve ändert irgendwie den Betrag, Checksumme passt nicht mehr, super. Das heißt, in diese Checksumme geht zum Beispiel auch ein kryptografischer Key mit ein. Super, Angriff behoben. Ja. Nächster Angriff, okay, nicht so viel Geld wie vorher, aber ich kopiere einfach aus einer anderen Zeile sowohl das Salary als auch die Checksumme mit. Ist ja auch doof. Also, was mache ich? Ja, ich binde doch einfach mal kryptografisch alles zusammen. Und zwar Alice und ihr Gehalt und Eve und ihr Gehalt. Und wenn ich jetzt Eve das Gehalt von Alice runterkopiert und die Checksumme, dann passt es nicht, weil Eve halt Eve ist und nicht Alice. Und wenn Alice sozusagen mit in die Prüfung mit einbezogen wird, dann ist dieser Angriff auch nicht möglich. Der geht übrigens auch andersrum. Wenn Eve sich als Alice einmelden möchte und das Passwort rüber kopiert, ein Passwort-Hash. Takeaway, Integritätsschutz kann wirklich, wirklich hilfreich sein, wenn es um sensible Daten geht, wo ich sicherstellen möchte, dass sie nicht durch andere mit Datenbankzugriff zum Beispiel geändert werden können. Und gerade wenn ich mir so Szenarien angucke wie DevOps, wo viele Leute vielleicht auch Datenbankzugriff haben, die es vorher nicht hatten, ist das ein privates Mittel. Und es frisst kein Brot. Also Takeaway, Integritätsschutz bedenken, umsetzen und wie immer sinnvoll evaluieren. Ein Thema, was häufiger vorkommt, ist, ich habe ein Unternehmen, das möchte Daten übermitteln. Meistens größere Datenpakete, das passiert gerne mal. Ja, die werden über einen Store-and-Forward-Server, ihr Internet, was auch immer, verschoben zu mir. Das Blöde ist, die Daten werden unverschlüsselt übertragen. Ich möchte aber nicht mit jedem meiner Partner irgendwie symmetrische Schlüssel austauschen. Und ich gehe davon aus, dass die Partner auch weder Zeit noch Lust noch das Wissen haben, eigene Softwarekomponenten zu implementieren. Ja, wenn es auf der Shell geht, ist super, wenn nicht, dann nicht. Also, was kann man machen? Ja, man verschlüsselt die Daten zum Beispiel mit GPG und schlüsselt sie lokal, also bei mir. Das ist super, löst eine Menge Probleme, kann die Daten auch gleichzeitig signieren und. Stellt sich die Frage, wie kompliziert ist das, auf meiner Seite einen GPG-Container zu entschlüsseln und die Signatur zu prüfen?
Also die durchschnittlichen Entwicklerschätzungen gehen in Kleinwagengröße normalerweise. In der Tat sieht es so aus. Es sind nur ein paar Zeilen Code. Ja, es ist wirklich, wirklich trivial. Übrigens, ich suche noch Leute, die mitmachen. Das ist wirklich einfach. Okay. Ja, nächstes Dorf, was wir besuchen, Passwortprüfung. Also jemand meldet sich an. Naja. Will ich gar nicht so in der Tiefe betrachten. Denn da gibt es Leute, die haben das viel besser gemacht. Also OWASP und Password Storage Cheat Sheet. Das ist wirklich gut. Und da sollte man sich dran halten. Und da gibt es auch noch so Sachen wie OAuth, Kerberos, was auch immer, wo man gerade ist, um das Thema zu wandeln. Aber ein Thema kommt häufiger vor. Und das sollte man nicht ignorieren. Ich habe gerade gesagt, Migration von Algorithmen. Ja, was viele haben, ist, die haben in der Datenbank den MD5 des Passworts stehen. Das gilt nicht mehr als wirklich sicher. Das heißt, meldet sich an, Hash wird berechnet, Prüfung in der Datenbank, super. Angemeldet. Aber MD5 kann sehr einfach gebrochen werden. Es gibt viele Angriffe auf das einfache Speichern von Passwörtern als Hash. Also brauchen wir was anderes. Also man möchte das Verfahren wechseln. Also Ashley Madison hatten zum Beispiel genau das Verfahren und fast alle Passwörter wurden gebrochen aus dem Dump. Möglichkeit 1, folgender Prozess, der Benutzer meldet sich an, Passwort stimmt. Das heißt, ich habe als System das Passwort in der Hand, ich kann den neuen Hash berechnen mit dem neuen Algorithmus, speichere ihn in der Datenbank, fertig. So, Problem gelöst. Fast, weil normalerweise melden sich die Benutzer halt nicht jeden Tag an und häufiger ist es auch so, dass die Datenbank mit alten Benutzerkonten voll ist. Das heißt, die müssen auch behandelt werden. Ich muss ja irgendwie gucken, dass mein Passwort, das ich vor einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr eingegeben habe, trotzdem geschützt wird. Was mache ich da? Ich kann ja das Passwort nicht zurückrechnen. Also nicht so für die Menge, effektiv. Aber relativ einfach, ich kann ja auch ganz einfach den Hash, den ich schon habe, die MD5-Summe, nehmen und die als Eingabeparameter für das neue Verfahren nehmen, PBKDF2, was auch immer, und das in der Datenbank speichern. Dann sieht die Datenbank so aus. Ja, PBKDF2 von MD5 von Passwort. Was ist der große Vorteil? Ich kann es sofort machen. Also ich muss irgendwie mich nicht damit beschäftigen, ob ich den MD5 brechen kann selber. Wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, der Aufwand. Aber ich kann es einfach durchziehen. So, haben wir kurz die Krypto-Checkliste. Kurz zum Durchgehen. Also, macht einen Datenbehandlungsplan. Extrem wichtig. Wirklich, wirklich wichtig. Trust Anchors identifizieren und sagen, dem vertraue ich nicht, hier ist die Grenze, wo ich mir Sorgen mache. Wenn das nicht gemacht wird und da nicht ein Konsens unter allen besteht, dann nehmen die Diskussionen kein Ende. Niemals. Also, sie können kein Ende nehmen. Ja, wenn ich der Hardware vertraue und der Kollege der Hardware nicht vertraut, dann werden wir auf keinen grünen Zweig kommen. Wir müssen uns auf irgendwas einigen. Wenn ich sensitive Operationen habe, wie Signatur, Verschlüsselung, Schlüsselableitung etc. pp., möchte ich natürlich die besonders schützen. Es bringt nicht wirklich viel, wenn ich, keine Ahnung, einen Krypto-Service ins Netz stelle und den dem Angreifer zur Verfügung stelle. Das ist schwierig, ne? Weil dann kann der Angreifer den einfach benutzen. Also mindestens mal Benutzername, Passwort und Transportverschlüsselung wäre auch im Regelfall nicht schlecht. Nichts selber ausdenken, immer Standards nehmen. BSI, NIST, RFCs, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo man einfach mal gucken kann, was andere sich überlegt haben.
bestimmte Sachen dürfen nur einmal verwendet werden oder auf eine bestimmte Art und Weise verwendet werden. Ja, natürlich, Nonces dürfen nur einmal verwendet werden. Wenn der Algorithmus sagt, das ist eine Nonce, dann muss zum Beispiel bei ISGCM, dann darf dieselbe Nonce und derselbe Schlüssel nicht für zwei verschiedene Datensätze verwendet werden. Never ever. Ja, sonst kompromittiert man den Algorithmus letzten Endes. Dasselbe betrifft wie StreamCypher. Ja, niemals irgendwie zwei Datensätze mit demselben Schlüssel verschlüsseln. Ganz doofe Idee. Dann hat man letztlich den Plaintext darum liegen. Alles, was man macht, kryptografisch, sollte man aufschreiben. Also aus zwei Gründen. Das eine ist, wenn man die Firma verlässt und keiner weiß, wie es funktioniert, ist das nicht schön? Und das andere ist, dann kann es jemand lesen und bewerten und sagen, da hast du ein Problem und da nicht. Und dieser andere kann auch ein teurer externer Experte sein. Aber ja, das Kaninchen noch bei Krypto ist echt tief. Es geht nicht darum, jemand jetzt Angst zu machen, aber es ist ein sinnvolles Vorgehen. Es mag jetzt überraschen, aber wenn ich Daten verschlüssel, dann muss ich ganz, ganz sicher sein, dass meine Passwörter, meine Keys auch irgendwo ein Backup sind. Weil ich habe den Master Key gelöscht und wir finden den nicht wieder und wir haben alle unsere Daten verloren. Das hat eine Ausrede, die möchte ich halt einfach nicht hören und schon gar nicht vorbringen, also beides nicht. Also kann böse nach hinten losgehen, sowas. Dasselbe betrifft Key-Refresh implementieren und testen. Ich habe alles neu verschlüsselt, aber nicht getestet. Könnte zu Fragen führen. Dasselbe gibt Algorithmen. Wenn ihr Passworte generiert, einen sicheren Zufallszahlengenerator nehmen. Also bei Java zum Beispiel Secure Random. Nicht random. Das bringt nichts. Da kann man es auch gleich sein lassen. Und insbesondere, wenn man sowas baut, Testcases mit Restore machen. Also was passiert, wenn ich eine Datenbank von einem halben Jahr zurückspiele? Aus welchen Gründen noch immer. Komme ich in die Daten noch dran? Oder habe ich mich in die Sackgasse manövriert? So, wir haben jetzt noch was, 5 Minuten? Ungefähr, ne? Genau. Super. Also, nochmal Summary. Upsi. Es gibt Regularien, die müssen beachtet werden. Da kommt man nicht drum herum. Verschlüsselung oder Krypto ist ein Thema, das helfen kann, aber nur, wenn es richtig macht. Und da sollte man auch Experten hinzuziehen und auch nicht die Kosten scheuen. Keine Krypto kann viel, viel teurer werden und wirklich übel ausgehen. Ich habe es gerade gezeigt und es wird nicht besser. Die Welt, das Internet ist nicht mehr kuschelig. Das war mal kuschelig, es ist nicht mehr kuschelig. Und ganz wichtig, Krypto ist keine Ausrede für ansonsten schlechte Security. So, ganz kurz, das Thema Datenvergleiche. Wir haben gesagt, transparente Verschlüsselung ist eine ganz doofe Idee. Wenn ich Daten speichern möchte, muss ich gucken, wie ich die Daten schütze. Ich brauche Schlüssel, ich brauche weitere Daten eventuell noch. Haben gesagt, sinnigerweise, ich habe ein Passwort und da möchte ich ganz viele Schlüssel daraus ableiten, da gibt es Mittel und Wege. Haben gesagt, Schlüssel müssen eventuell ausgetauscht werden und insbesondere Algorithmen müssen ausgetauscht werden. Datenintegrität, das Thema mit Alice und Eve und dem Gehalt, aber da gibt es noch ganz viele andere Sachen. Ist ein wichtiges Thema. Ich sage mal, revisionssicher. Sobald das Wort auftritt, dann weiß man schon, na, das könnte ein Thema werden. Wenn Daten zwischen Unternehmen bewegt werden, ist es oft so, dass Container bewegt werden. Und es ist oft so, dass Absprachen extrem schwierig sind auf technischer Ebene. Weil da unten sind die Techies und da oben sind die Projektmanager oder Sales oder was auch immer. Und bis der mit dem redet, was zu machen, haben die da oben schon den Vertrag unterschrieben. Also kann und darf Krypto kein Problem sein bei sowas. GPG ist eine Lösung. Mit anderem. Sagt Entropie. Also kurz nimmt das, was die Library hergibt. Was wir jetzt nicht haben, ist Access Control. Man kann auch hervorragend mit kryptografischen Maßnahmen Zugriffsbeschränkungen machen.
indem man zum Beispiel den Schlüssel aus dem Passwort ableitet. Ja, ich höre schon, Passwort vergessen, schwieriges Thema. Auch da gibt es Lösungen. Und insbesondere, man braucht eine Checkliste. Man durchgehen kann und sagen kann, okay, habe ich irgendwie mal den groben Rahmen abgedeckt? So, und nochmal ganz zurück. Extrem wichtig ist, das Management und die Fachexperten von Legal und Datenschutz sollten in jedem Projekt einbezogen werden. Das sind eure Freunde. Die sehen nicht so aus. Die haben einen Anzug, die sind komisch, die benutzen Wörter, die keiner versteht. Aber die finden das im Regelfall wirklich, wirklich toll, wenn man sie ernst nimmt. Und es hat, im Regelfall lohnt es sich auch. Weil die oft auch sagen können, nee, also da hast du gar kein Thema. Das ist gar kein Problem für dich. Das kannst du so machen, wie du das machen möchtest, aus Grund X. Ja? Also nehmt die Leute mit, das ist hilfreich. Die Slides sind übrigens runterladbar. Genau. So, wir haben jetzt 5 Minuten noch übrig. 10 noch, hervorragend. 2 Möglichkeiten. Wir machen jetzt irgendwie Q&A oder ich gebe noch einen kurzen Ausriss über das Thema, wie kann ich denn vielleicht Daten schützen, auch vor anderen Benutzern mit kryptografischen Maßnahmen? Mal kurz, wen würde das interessieren? Okay, ja, ich würde sagen, 2/3 Mehrheit fast erreicht. Okay, dann gehen wir kurz da rein. Manchmal, das kommt sehr selten vor, aber dann ist es wirklich wichtig, muss sichergestellt sein, dass Daten nur von berechtigten Personen eingesehen werden können. Und in einer Art und Weise wichtig, dass man sagt, das muss nachweisbar so sein. Ja, das ist der Punkt, wo dann die Leute von Legal sagen, okay, welche Option hat man denn da? Oder von Datenschutz. Ja, also personenbezogene Daten, wie zum Beispiel Gesundheitsdaten, sind so ein Thema. Wenn die Putzfrau die Gesundheitsdaten sehen kann, ist doof. Wenn ein Mitarbeiter oder ein Sachbearbeiter, der das eigentlich gar nicht muss, die sehen kann, ist auch nicht gut. Ja, gibt es schon eine Grauzone, aber letzten Endes muss man gucken, es gibt Sachen, die müssen provable, also beweisbar sicher sein. So ein Beispiel, Alice, Bob und Eve. Alice und Bob sind nett, Eve nicht so. Das ist die Anwendung, ne? Das ist eine API, User Interface, was auch immer. Es gibt eine Access Control Liste und es gibt genau einen Datensatz. Alice möchte Daten lesen. Die Applikation sagt, super, Alice kriegt die Daten. Gut, so weit, so gut. Ne? Das ist der Happy Pass. Ja. Bob möchte das. ACL sagt, nö. Bob kriegt keine Daten, auch super. Ja, Problem gelöst, können nach Hause gehen. Eve denkt sich, ja, weißt du, ja, muss ja outside of the box denken, ja, wie heißt das, ja, über den Tellerrand gucken. Ich exploite die Anwendung, nutze eine Schwachstelle, gehe auf die Datenbank, was auch immer. Die Applikation sagt, what? Und die Daten sind weg. Das ist so der Standard. Ja, natürlich darf das eigentlich überhaupt nicht passieren. Eure Anwendungen haben natürlich keine Sicherheitslücken. Niemals. Aber falls doch, was kann ich machen? Ich verschlüssel die Daten mit einem Schlüssel. Das ist der weiße da oben. Diesen weißen Schlüssel verschlüssel ich mit einem Schlüssel, den nur Alice hat. Wenn man dann naiv davon aus, dass Alice diesen Schlüssel bei sich irgendwo hat. Der ist nicht im System drin. Ja, ich sehe schon die Ersten sagen so, wie soll das funktionieren? Na, der Standardfall ist ja Passwort vergessen im Support. Wie soll das erst funktionieren, wenn irgendwie kryptografische Schlüssel, die man auch nicht zurücksetzen kann, da drin sind? Kommen wir gleich zu. Aber nur im Ausblick. Das heißt, Alice geht hin, die Daten lesen, CL wird geprüft. Alice kriegt Zugriff auf die Daten und Alice kriegt auch Zugriff auf den Schlüssel, auf den verschlüsselten Schlüssel. Der Schlüssel ist mit Alice Schlüssel verschlüsselt. Alice kann den
Data Key, den Data Protection Key entschlüsseln und mit dem Data Protection Key kann sie die Daten entschlüsseln. Bam, super. Bob überspringen wir mal, der ist schon an der ACL gescheitert. Eve exploitet die Anwendung und hat Zugriff auf den Data Protection Key und auf die Daten. Beides ist aber verschlüsselt. Die Daten mit dem Data Protection Key, der Data Protection Key mit einem Schlüssel, der nicht in Eves Besitz ist. Das heißt, Eve hat ein Problem. Also Eve kann die Daten nicht lesen. So. Also auf die Tour kann man von der Überlegung erstmal sagen, okay, so könnte ich sensitive Daten schützen. Möchte ich das überall machen? Nein, never ever. Genau, ne? Genau, also der Einwand war gerade, Daten müssen eventuell auch weitergegeben werden. Ne? Zurück, Thema Use Case. Das heißt, wenn Daten weitergegeben werden müssten, gehen wir mal ganz kurz zurück. Ja, dann müsste Alice sozusagen die Daten entschlüsseln und dann kann sie die Daten weitergeben. Ne? Ein großer Vorteil, dann wäre auch sehr gut nachvollziehbar, dass nur Daten, Leute, die das dürfen, die Daten weitergeben können. Ja, aber so Use Cases müssen halt beachtet werden. Ja, weiter, weiter, weiter. So, wie kommt jetzt Alice an den Schlüssel? Ja, also wenn Alice schon ihr Passwort sich nicht merken kann, wie kommt sie dann an das 22 Zeichen lange Passwort für ihren Schlüssel, den man auch nicht zurücksetzen kann, weil es ist ein kryptografischer Schlüssel. Also relativ einfach. Der Schlüssel liegt auf dem Server und ist verschlüsselt mit dem Passwort von Alice. Das Problem schon mal so ein bisschen einfacher gemacht, weil jetzt muss Alice nur noch ihr Passwort sich merken, das mit, keine Ahnung, 10 Zeichen wahrscheinlich deutlich kürzer ist als 22 Zeichen. Und das Passwort kann auch geändert werden, im Gegensatz zum kryptografischen Schlüssel. Und das Passwort kann in irgendeinem Passwort-Safe liegen. Das heißt, Alice meldet sich an, ihr Long-Term-Secret-Key wird entschlüsselt. Und Alice gegeben. Gegeben heißt zum Beispiel, der liegt irgendwo im Browser in der Session rum. Ja. Auch da muss man natürlich gucken, wie hoch ist der Schutzbedarf, was muss ich da tun, um den Schlüssel zu schützen. Völlig egal. So. Was jetzt noch übrig ist, ist das Thema, wenn jetzt Alice das Passwort vergisst, was machen wir dann? Genau, also Möglichkeit 1, nach Hause gehen und weinen, das ist eine Möglichkeit. Oder sagen, okay, dann ist es halt so, dann kommt sie nicht mehr an die Daten dran. Möglichkeit 2 ist, man kann zum Beispiel Daten mit mehreren Schlüsseln verschlüsseln. Ja, zum Beispiel kann irgendwie der eine Administrator oder der Manager, wer auch immer, kann einen Nachschlüssel kriegen. Der muss dann auch wieder geschützt werden, meistens durch Prozesse und nicht durch Technik. Ja, so kann man dann sozusagen nochmal Nachschlüssel sich zu den Daten besorgen. Oder man geht den verrückten Weg und nutzt so kryptografische Methoden wie Secret Sharing, dass man sagen kann, okay, Alice sucht sich 3 Leute aus und wenn 2 von denen zusammenkommen, können sie Alice Passwort wiederherstellen. Das ist so eine Mischung aus IT und Prozess. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das zu tun, aber es ist natürlich ein Aufwand. Das ist ein signifikanter Aufwand, den würde ich mir nur treiben, wenn es sich wirklich lohnt. So, ich glaube, danach haben wir es. Das ist jetzt nur noch, das ist langweilig. Das machen wir nicht. So, um nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen. Gibt es Fragen? Also, was ich mich immer frage, das ist, wie man den Master Key am Server schützt. Also, wenn man Daten hat, in der Datenbank, und muss man ja mal gut Server. Genau, also die Frage war, ich habe gerade gesagt, Leute nutzen Master Key und die Frage war berechtigterweise, und wer schützt den Master Key oder wo liegt der Master Key? Der muss ja irgendwo herkommen. Also habe ich gerade gesagt, wenn man so ein System baut, was sind die Trust Anchor? Fangen wir mal ganz naiv an, ich vertraue dem Dateisystem, weil ich weiß, es gibt keine Remote File Inclusion in meinen Anwendungen. Dann könnte ich den Master Key zum Beispiel aufs Dateisystem legen. Kann man diskutieren, was schlau ist, aber dafür ist ja genau die Überlegung da, wem vertraue ich.
Und wenn ich mir absolut sicher bin, dass die Anwendung keine Möglichkeit hat, das Dateisystem auszulesen, außer zum Startzeitpunkt, ja, dann wäre das ein probates Mittel. So macht das zum Beispiel Apache oder Nginx für die SSL-Keys. Die liegen auf der Platte rum, die werden am Anfang ausgelesen, wo das Ding noch mit Root läuft, dann werden die Privilegien gedroppt und dann braucht er auch nicht mehr darauf zugreifen. Zweite Möglichkeit, gleich, ich benutze zum Beispiel Dienste wie einen Krypto-Server, wo ich sage, dem vertraue ich. Der macht alles für mich. Da muss ich nur die Login-Credentials dafür haben. Ja, also das Thema ist nicht einfach zu lösen. Ja, ich kann es auch beim Hypervisor über das Environment reingeben zum Beispiel. Aber es ist also ein spannendes Thema, aber es hängt wirklich davon ab, wie die Infrastruktur aufgebaut ist. Also, da war noch eine Frage? Ja, ich wollte erst mal anmerken, ich komme nicht im Anzug daher als Nachricht. eine Anmerkung habe ich jetzt vergessen. Das Zweite, was ich aber, wo bleibe ich mit dem Master Key, ist durchaus eine gängige Methode, Schlüssel vor allen Dingen auch Backups beim Datenschutzbeauftragten aufzuhören, denn der ist von Durchsuchungen befreit und da kommt die Staatsanwaltschaft nicht dran. Und da bin ich hauptsächlich wo der größte Feind auch wirklich der Staat ist. Und da ist es natürlich so, da muss man dann an solche Sachen denken, wo ist das von einer Durchsuchung befreit? Und was war noch? Achso, und dann muss man bei diesem, wenn man pseudonymisieren muss, nicht anonymisieren, auch darauf achten, dass man den ganzen Datensatz pseudonymisiert, weil das ist jetzt gerade ein Fall vorgekommen im Gesundheitswesen, die haben zwar Gesundheits-ID und Personen und so weiter pseudonymisiert, bevor sie das zur Forschung weitergegeben haben, aber der Datensatz enthielt eindeutige Röntgendaten. Ja, großes Kino. Ja. Genau, also kurz zwei Themen. Das eine Thema war, der Datenschutzbeauftragte ist auch gesetzlich geschützt. Und gesetzlich geschützt zum Beispiel vor Zugriff durch die Staatsanwaltschaft. Geheimnis. Ja, es ist ein Berufsgeheimnis letzten Endes. Das heißt, wenn ich jetzt unter das Unternehmen Schlüssel sicher aufbewahren möchte, auch vor staatlichen Organen, dann ist der Datenschutzbeauftragte in der Tat ein probates Mittel. Das zweite ist das Thema Pseudonymisieren. Ich habe es ganz am Anfang kurz angerissen, Daten wegschmeißen, die man nicht braucht. Jetzt war gerade das Thema Weitergabe von Daten an die Forschung, medizinischen Daten, aber es ist eigentlich völlig egal, um was es geht. Wenn ich Vorname und Nachname einer Person nicht mehr brauche, weil sie das Konto gekündigt hat und die Bankdaten, dann kann ich die rausschmeißen. Auch wenn ich die Person oder den Datensatz selber noch aufbewahren möchte, weil ich den für Auswertungszwecke noch brauche. Aber dann ist er pseudonymisiert. Ja, dann kann ich ihn vielleicht irgendwie wieder rausholen oder direkt anonymisiert, wenn ich den nicht mehr zurückführen kann. Aber das ist extrem trickreich. Ich glaube, also AOL hat es mal ausprobiert, hat Suchergebnisse veröffentlicht, das war ganz übel. Da konnte man die Person rausfinden, das war für die Person nicht angenehm, mit ihren Suchbegriffen konfrontiert zu werden. Ich glaube, in den USA gab es mal eine Untersuchung, Postleitzahl, Arbeitgeber und Geburtsdatum identifizieren zu einem hohen Maße eindeutig eine Person. Takeaway, pseudonymisieren und anonymisieren von Daten ist extrem wichtig. Es ist ein super Mittel, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Aber auch da muss man Leute mit dazu nehmen, die wissen, wie es geht. Das ist kein technisches Thema, das ist in der Tat ein Prozess- und Wissensthema. Noch Fragen? Wir haben noch minus 17 Sekunden. 2 Minuten haben wir noch. Bei den Passwortfunktionen gibt es so eine Einschränkung zum Thema Kompatibilität, wo ich einen Cache dafür dann in andere Systeme verarbeiten muss. Gerade halt dummerweise Krypt bei Systemen wie Linux und anderen Die Anmerkung war, manchmal ist es so, dass die Daten irgendwie weiterverarbeitet werden müssen in anderen Systemen. Das heißt, ich habe vielleicht auch Passwortdaten, die ich rausgeben muss.
insbesondere wenn es um Sachen geht wie Ablage in einem LDAP-Server, dann ist nicht immer möglich, nur die Verfahren zu nehmen, wo man sagt, die sind irgendwie super, super toll, sondern dann gibt es auch die Möglichkeit, Verfahren zu nehmen, die einfach nur besser sind als vorher. Also das Beispiel war jetzt, man nimmt auch einen SHA-512 mit mehreren Runden und einem zufälligen Salt davor und ist dann auch gut dabei. PGKF2 ist vom Verfahren her ähnlich. Also da muss man einfach gucken, manchmal muss man gucken, was rund ins Eckige muss. Gibt es da auch manchmal Lösungen und Möglichkeiten, das zu tun. Noch mehr? Ach da, sorry. Das T-Shirt ist so stuhlfarben, das ist immer das Schlechte. Super Thema. Also, die Frage ist, wenn ich Daten in der Datenbank verschlüssel und ich möchte danach suchen, wie mache ich denn das? Also, da gibt es mehrere Möglichkeiten, also ein bisschen ausholen. Also, je nachdem, wie ich die Daten verschlüssel, möchte ich ja, wenn ich denselben Datensatz zweimal verschlüssel, dass verschiedene Werte rauskommen. Also, ich verschlüssel mein Gehalt in der Datenbank und ich verschlüssel dein Gehalt in der Datenbank. Wenn da beides mal derselbe Wert steht, dann weiß ich zumindest, ich weiß nicht, wie viel du verdienst, ich kann es nicht entschlüsseln, aber ich weiß, wie viel ich verdiene und dann musst du zwangsläufig dasselbe verdienen, weil derselbe Wert da steht. Also möchte ich zum Beispiel, dass diese Korrelation nicht hält. Ich möchte, dass wenn ich X im Monat kriege und du kriegst X im Monat, dass in der Datenbank was anderes steht, also als Ciphertext. Wenn ich jetzt danach suche, ja, keine Ahnung, richtig schön wird es irgendwie mit nicht nur Gleichvergleich, sondern größer, kleiner, dann habe ich halt ein Thema, weil dann kann ich nicht mal rausfinden, weil es ja das Schutzziel ist, dass wir beide dasselbe verdienen. Je nachdem, was man machen möchte, die Kurzfassung ist, Volltextsuche ist extrem schwierig. Also letztlich, ich würde behaupten, eigentlich unlösbar, aber vielleicht kann mich einer eines Besseren belehren. Suche nach einzelnen Datenbeständen. Möglichkeit 1, ich lege vielleicht einen Index über einen Hash an, wo ich darüber arbeiten kann. Oder ich mache eine Verschlüsselung, die eben nicht eindeutig, also randomisiert, indem ich nämlich denselben Salt-Wert immer nehme, durch Abstriche bei anderen Schutzzielen. Oder ich überlege mir andere organisatorische Lösungen, das zu tun. Ja, vielleicht kann ich den Suchindex irgendwo anders auslagern. Ja, ist in der Tat aber kein kleines Thema. Also aus der Tüte hätte ich jetzt auch keine Lösung zur Hand. Es ist auch ein Krypto-Thema, was in der Forschung sozusagen relevant ist. Das sind so, ich glaube, Microsoft hat da einiges, wo sie eben fragen, kann ich den Datenraum, also kann ich Daten aus der Quellraumoptimierung abbilden, wo ich mit der Algebrasche Regeln nachher anwenden kann, die Vor- und Nachprüfung identisch sind, sodass ich sozusagen eine CPU anschließen kann, der ich bestimmte Daten schicken kann, die rechtlich sind. Aber ich glaube, den neuen Gegner, dass das überhaupt geht. Also gegen geht das schon, das ist also der Einwurf war pflichtberechtigt. Es gibt Möglichkeiten, wie immer, das zu tun. Es ist die sogenannte homomorphe Verschlüsselung. Das heißt, ich verschlüssel Daten, gebe den Dienstleister, der kriegt nur Datenmüll, kann damit aber arbeiten, als wenn es Plaintext wäre und gibt mir den verwursteten Müll zurück und ich kann daraus wieder rausrechnen, welche Daten er mir denn gegeben hätte, hätte er mit meinen Plaintext-Daten gearbeitet. Also theoretisch ist das möglich. Das Laufzeitverhalten ist, glaube ich, nicht mehr polynomiell, also jenseits von Gut und Böse. Und ich glaube, auch eher ein theoretisches Forschungsding. Ne? Aber man darf gespannt sein, was da noch kommt, muss man auch sagen. Hervorragend, der ist Experte. Ich möchte euch dann auch mal kurz, wir müssen jetzt leider schon aufhören, das ist ein super interessantes Thema, du bist auch noch hier jetzt. Ich bin noch hier, ja. Ich darf noch hier jetzt auf der Tagung, also. Genau, wir sprechen uns.